Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Wir machen heute etwas Erfrischendes, und zwar drei erfrischende Getränke. Ein bisschen, ja, so ein Eistee. Also Eistee. 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 Alles klar? Eistee. So, und zwar, wir machen einmal eine Variante mit schwarzem Tee und eine Variante komplett koffeinfrei. Für Leute, die das vielleicht auch wollen, in letzter Zeit bin ich eher diejenige. Also ich verzichte normalerweise jetzt in letzter Zeit auf Koffein, aber wir machen trotzdem die Koffeinvariante. Und zwar machen wir drei Varianten von Eistee. Zwei davon sind klassisch mit Koffein, also mit schwarzem Tee. Das werde ich jetzt auch zubereiten. Und eine Variante ganz komplett ohne Koffein. Trotzdem gibt es einen Kick, sage ich euch. Schmeckt sehr lecker. Also nehme ich gerne auch als Eiskaffee-Variante sozusagen. Das ist ja kein Kaffee, aber ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. Also wir beginnen mit der ersten Variante. Dazu, also beziehungsweise zwei, basieren auf schwarzem Tee. Ich habe hier vier Schwarztee-Beutel. Die packe ich jetzt einfach in meine Kanne. So. Und dann brauche ich heißes Wasser. Und zwar also einmal kochen lassen und dann kurz abkühlen lassen, damit das nur noch so siedet sozusagen, und dann reingeben und 5 Minuten ziehen lassen. Also wichtig, das Wasser erstmal abkühlen lassen und nicht direkt reingeben. Ja. Deswegen habe ich jetzt einfach eine Aluschüssel genommen. Das war übrigens mein letzter Pitcher. Ich habe jetzt nichts mehr, wo ich das irgendwo reingeben kann. Ja, egal. Wir werden es nachher sowieso in einem Glas einfüllen und dann sieht alles wieder ganz schön aus. So, ich mache in der Zwischenzeit, wo der Tee jetzt zieht, circa 5 Minuten, nicht sehr viel drüber, weil dann schmeckt der komisch bei schwarzem Tee. Das wird dann bitter. Also wirklich nur maximal 5 Minuten ziehen lassen. Deswegen habe ich mehr Beutel rein, damit es trotzdem intensiver ist vom Geschmack, weil wir werden nachher noch aufgießen mit Wasser. Deswegen sollte das, der erste Sud sozusagen, das erste, soll sehr intensiv sein. Das ist wichtig, genau. Für meine zweite Variante, die ich euch ja versprochen habe, die koffeinfrei ist, da brauchen wir sozusagen keinen Tee wirklich, sondern wir machen ihn selbst. Also wir lassen etwas ziehen, und zwar so ein bisschen inspiriert von der goldenen Milch. Was ist goldene Milch, fragt ihr euch vielleicht. Das sind diese, eine Mischung aus Gewürzen. Also Basis ist Kurkuma, deswegen golden wird es dann am Ende. Und dann gibt es diverse Gewürze, die ihr noch reingeben könnt. Wie zum Beispiel Zimt, Vanille, Nelke, Kardamom, Pfeffer. So ein bisschen wie diese Chai-Gewürzmischung, sowas. Das könnt ihr machen. Ingwer ist toll. Und genau das werde ich machen. Ich werde Zimt und Ingwer noch mit reingeben. Also, hier auch wieder mehr ist mehr. Es soll intensiv sein, weil wir füllen ja noch mit Wasser auf, deswegen das erste muss intensiv sein. Kurkuma gebe ich rein. 2 gehäufte Teelöffel. Dann Zimt, vielleicht auch nochmal so 1 gehäuften Teelöffel. Und dann reibe ich Ingwer mit rein und nicht die ganze Knolle, nur so ein bisschen. Vielleicht, dass ich insgesamt so einen halben Teelöffel habe oder einen Teelöffel, je nachdem, wie scharf ihr das auch haben wollt. Vielleicht einen halben Teelöffel. Es kann auch ruhig mit der Schale sein, ist egal, weil ich sieb das nachher. So sieht es aus. Und das gießen wir jetzt mit heißem Wasser auf und lassen es auch ziehen. Das sind 200 Milliliter. Das lasse ich jetzt ziehen. Auch so 5 bis 10 Minuten. Ihr könnt das auch länger ziehen lassen. Das ist jetzt hier nicht schlimm. Dann wird es noch intensiver. 10 Minuten sollten gut sein. Und dann können wir das auffüllen mit Wasser. Ich teile jetzt meine schwarze Teemischung. Also die Hälfte gebe ich jetzt hier rein. Ja, wie gesagt, ich habe hier keinen Pitcher. Wenn ihr das habt, sehr gut, dann macht es da rein. Aber wir brauchen das jetzt nachher eh nicht zur Präsentation. Ich zeige euch nur die Gläser, von daher. So, wir haben jetzt hier die zwei, ne? Das eine, also wir gießen jetzt beides mit Wasser auf. Und zwar, wie gesagt, das sind jetzt jeweils 200 Milliliter. Und da gebt ihr jetzt nochmal 1 Liter jeweils drauf. So, und das ist der Grund, warum eure Basis sehr stark sein muss, weil wir ja jetzt verdünnt haben mit kaltem Wasser. Stellt es jetzt in den Kühlschrank, damit es richtig kühl ist, und dann können wir weitermachen. Die goldene Milch hat jetzt auch lang genug gezogen, die können wir jetzt sieben, damit wir nicht diese Ingwerstückchen drin haben. Es sei denn, ihr mögt das, ne? Könnt ihr das natürlich auch so lassen mit den Ingwerstückchen und überhaupt hier dem Pulver, weil das löst sich ja nicht komplett auf, ne? Zimt und Kurkuma. Deswegen siebe ich das jetzt durch, einfach um so eine schöne, glattere Flüssigkeit zu haben, ohne Stückchen. Aber wie gesagt, könnt ihr auch lassen. Und dann gebe ich das wieder zurück. Ihr seht, hier bleibt auch wieder ein bisschen übrig. Ich meine, das ist okay, ja. Also ein bisschen geht da immer durch, weil es sehr feines Pulver ist natürlich.
Und dann gieße ich das auch wieder mit Wasser auf, mit kaltem Wasser. Okay, jetzt mache ich die Himbeereistee-Variante. Und zwar habe ich mir gedacht, also ist ja normalerweise so, wenn du einen Geschmack reinbringen willst, eine Frucht, dann machst du und kochst vorher einen Sirup. Ja? Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Jahren habe ich hier schon mal Pfirsicheistee gezeigt. Und genauso habe ich es gemacht, also einen Sirup gekocht vorher. Das kann man machen. Das ist wahrscheinlich auch die Variante, wie man es immer macht. Aber ich mache es mir jetzt super einfach. Keinen Bock habt, was zu kochen. Ja? Dann nehme ich mir jetzt Himbeerkonfitüre. Ich meine, das ist auch Himbeer und Zucker. Oder? Und das ist ja das, woraus ein Sirup auch besteht, Himbeer und Zucker. Klar haben wir jetzt die Stückchen und ein bisschen Konsistenz, können wir wieder raussieben. Von daher, also ich nehme so einen gehäuften Teelöffel, ich schaue mal, sage ich mal, weil ich es nicht weiß. Das ist ein Experiment, ja, wir werden sehen, ob das schmeckt. Schneebesen und dann verrühren wir das mal. Und es sieht gut aus, hat die Farbe auch schon ein bisschen verändert, es wird ein bisschen rötlich, was schön ist. Und dann würde ich sagen, immer mal probieren zwischendrin, ob das so schmeckt, wenn ich dann ein bisschen mehr von dem Himbeer reingebe. Okay, schmeckt gar nicht nach Himbeere. Ein bisschen mehr. Also ich würde mal sagen vielleicht zwei dick gehäufte Teelöffel. Das sollte genügen. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen süßer geworden. Und das ist auch so, je länger das zieht, natürlich umso intensiver wird der Geschmack. Deswegen einfach die Aromen dazugeben und im Kühlschrank ziehen lassen. Für ein paar Stunden oder so. Das wäre der beste Fall und dann erst servieren. Ich zeige euch jetzt halt die schnelle Variante. Aber so sollte es sein. Dann wird es auch schön gekühlt sein. Also ich habe jetzt insgesamt 4 gehäufte Teelöffel reingegeben. Und jetzt passt es für mich vom Geschmack. Also jetzt schmecke ich die Himbeere und es ist leicht süß. Es ist gar nicht so süß, wie man denkt. Ihr könnt jetzt natürlich in diesem Zeitpunkt noch süßen, wenn ihr wollt. Aber für mich reicht es so. Ihr könnt auch später noch süßen, wenn ihr das wollt. Im Glas dann. Das stellt ihr jetzt in den Kühlschrank und lasst es ziehen. Dann kommt der Geschmack noch intensiver durch. Aber ich zeige euch jetzt natürlich die schnelle Variante. Ohne ziehen, aber es sollte auch gehen. So, wir brauchen jetzt eine Sahne. Also nur so eine leicht geschlagene Sahne. In der Hoffnung, dass es funktioniert, habe ich nämlich hier nur Kokosmilch. Ja? Und da ich jetzt keine Schüssel mehr frei habe, gebe ich sie einfach in ein Glas. Bisschen. So, und dann schüttle ich. Sollte eigentlich auch genug Luft reingehen. Sie soll ja nicht ganz steif geschlagen oder so sein, sondern nur so ein bisschen. Das kann jetzt dauern. Was? Du willst Earl Grey Eisglatte? Kein Problem. 2 Minuten bin ich fertig oder 10. Oder 30, ich weiß es nicht. Kommt da was? Oh mein Gott, schlägt sich das überhaupt auf? Also ich schlage jetzt doch per Hand. Und ich habe auch den Zucker vergessen. Da kommt ein bisschen Zucker rein. Vielleicht ist das der Grund, warum es nicht so aufgeschlagen hat. Okay, und jetzt. Erinnert ihr euch noch? Dalgona Coffee. Es wird, es wird. Es ist doch nochmal anders, als wenn man etwas schüttelt. Ne? Man muss doch Luft reinschlagen. Deswegen ist das wichtig. So, bringen wir das Zeug zusammen. Sieht aus wie ein Bier, okay, jetzt nicht mehr so sehr, aber sah aus wie ein Bier gerade, oder? Es hat sich ziemlich schnell vermischt, würde ich sagen, aber es hat was, oder? Findet ihr das nicht auch immer so, wow, wenn es sich vermischt? Ich liebe das, wenn es bei Kaffee oder bei schwarzem Tee, wenn da das, die Milch reinkommt und wenn es sich dann vermischt, ist einfach ein Augenschmaus und ist irgendwie so schön für die Seele, oder? Das ist so voll beruhigend. Wie heißt das? Was war das? Earl Grey Eislatte. Earl Grey Eislatte, ja. Ich habe es bestellt, hier ist er. Ich habe ihn nicht gesüßt, habt ihr ja gesehen. Ihr könnt, wie gesagt, noch süßen, entweder jetzt oder schon vorher euren Tee. Das ist jetzt ein bisschen gesüßt, nur von der Kokosmilch oben. Aber ich probiere. Ups. Schmeckt gut. Earl Grey hat ja immer so eine leichte Bergamotte, ist das nicht mal Bergamotte oder sowas? Also es hat so ein Aroma nochmal. Kommt voll durch. Ich finde sogar, mein Tee hätte noch stärker sein können. Hätte ich noch ein bisschen länger ziehen lassen können oder noch mehr Beutel. Der ist schon sehr leicht, aber sehr erfrischend, super erfrischend. Die Kokosmilch ist süß genug für das Ganze. Es mischt sich nämlich jetzt und dadurch ist es wirklich süß. Also nicht süß, aber etwas süß, wisst ihr? So gerade, wie ich es okay finde. Für mich selbst jetzt persönlich. Ist lecker.
Okay, next. Jetzt kommt die Himbeertee-Variante. Die siebe ich durch, damit ich diese Stücke von der Marmelade noch nicht drin habe. Und jetzt kommen noch für den Fake ein bisschen ein paar echte, frische Himbeeren noch mit zu. Sieht halt gut aus, ne? Und dann denkt man, ja, ich weiß, was drin ist. Himbeeren und sowas. Ja, richtig geraten. Himbeeren sind drin. Und noch ein bisschen Minze. Und zwar, wichtig ist immer auch bei Cocktails und so, dass ihr die vorher verkloppt. Verkloppt die richtig. Und dann könnt ihr die Minze reingeben. Dann hat die nämlich mehr Aroma. Nicht zu viel. Macht ihr so nochmal und dann nochmal ein Minzblatt. Für die Dekoration. Strohhalm rein. Fertig! Und ihr könnt natürlich jetzt auch süßen. Mein Tipp immer, also wenn ihr keinen Zucker nehmen wollt, weil er sich schlecht auflöst, ne, entweder könnt ihr Sirup selbst machen oder ihr nehmt Agavendicksaft, nehme ich jetzt hier zum Beispiel, oder Ahornsirup oder Reissirup. Es gibt so viel. Oder Dattelsüße oder Apfelsüße. Es gibt zu viel. Wenn ihr Agavendicksaft nehmt, nehmt nicht zu viel, weil das ist ziemlich süß, finde ich. Da muss man aufpassen. Aber das war's jetzt schon. Und guck mal, wie schön, oder? Die Farbe ist genial. Und den letzten machen wir jetzt noch. Die goldene Milch-Eistee. Goldene Milch-Eistee. Das süße ich jetzt auch schon mal. Auch wieder mit Agavendicksaft. Einfach so ein, also wie gesagt, nicht zu viel, weil das wird relativ schnell süß. Und dann gebe ich hier die Mischung rein. Okay, was für eine geile Farbe hat das bitte? Sag mal. Wow! Blup. Sieht aus wie eine Limo. Das ist so krass, die Farbe. Wow, Kurkuma ist echt, ist immer wieder ein Hit. Liebe ich total. Und Strohhalm rein, bisschen rühren, damit sich die Süße nochmal verteilt. Na, rot oder gelb? Rot oder gelb? Oder beides gleichzeitig? Soll ich mal gleich, ja, später. Erstmal einzeln. Also so, das ist für mich jetzt auch Premiere. Habe ich noch nicht so probiert. Ich dachte mir nur, theoretisch wäre das doch ein Hack, oder? Wenn man einfach die Konfitüre benutzt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ob das eine gute Idee war. Aber es sieht toll aus schon mal. Sieht toll aus, das muss ich schon sagen. Also, ich probiere. Oh, das schmeckt echt gut. Das schmeckt echt gut. Es schmeckt echt gut. Nein, es schmeckt nach, ihr merkt schon, Koffein, ne? Intus, oh mein Gott. Ich kenne es schon gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Also, es schmeckt voll erfrischend, gerade passend mit der Minze, nicht zu viel. Und es schmeckt tatsächlich nach Himbeere. Und es hat geholfen, dass man ein bisschen Süße reingegeben hat. Das hilft dem Beerengeschmack. Aber ich habe vergessen, dass ja schon ein bisschen süß war. Also es ist für mich ein bisschen zu süß. Aber ich glaube, meinem Freund wird es schmecken. Das schmeckt nämlich wirklich wie Eistee so. Mhm. Man isst es ja auch. Sehr lecker, muss ich sagen. Sehr, sehr lecker. Es schmeckt tatsächlich beerig und erfrischend und trotzdem nicht so sehr nach Tee wie das davor natürlich. Earl Grey war ja pur. Da hat man wirklich diesen Earl Grey auch, den Geschmack auch gehabt. Und hier ist es mehr so wirklich sehr fruchtig. Sehr lecker. So, das ist für mich auch eine Premiere, weil normalerweise trinke ich das ganz anders. Ich mache das wie so ein Latte, Eistee-Latte quasi. Und mache da jetzt immer noch so ein Pflanzenmilch drauf. Kann ich gleich auch probieren, aber ich will es erstmal so probieren. Ich hoffe, dass es auch so gut durchkommt, wie ich sonst immer mache. Oh yes. Also muss man mögen natürlich. Muss man mögen, diesen Kurkuma-Geschmack, die Gewürze. Ich mag das total. Und das ist, wie gesagt, eine tolle Variante. Auch mal was, wie soll ich sagen, auch so eine Art von Tee oder Kaffee zu haben, aber ist eben nicht. Ja? Und das könnt ihr sehr gut eben auch mit Pflanzendrink noch machen. Als Latte wirklich. Moment, ich gebe mal ein bisschen rein. Das bleibt sauer oben drauf, wenn das sich so vermischt. Guck mal, wie schön es aussieht. I love it. Guck mal hier. Cloudy, cloudy. Voll schön. Ich liebe das einfach, wenn es sich so geil vermischt. Ja, und dann habt ihr auch so eine Eiskaffee-Variante, aber es ist kein Kaffee, ja? Oder Tee, wie ihr wollt. Und ein bisschen creamy. Lecker. Das ist gut so. Das gefällt mir sehr gut von der Farbe. Jetzt will ich mal beides zusammen trinken. Warum nicht? Oh, ich sag euch, beides zusammen ist der absolute Hit. Das ist richtig gut. Die Cremigkeit, dieses Würzige und dann dieses fruchtige Frische. Passt voll gut zusammen. Ist geil. Gar nicht mal so schlecht. Ist gut. Also mein Favorit bisher, also das ist wirklich so wirklich Eistee. Ne? Eistee pur. Aber ich mag halt die Variante total gern selbst so trinken, eben bei kein Koffein, trotzdem so ein, mal einen anderen Drink. Und das sah halt geil aus. Ne? Schon ausgetrunken. Das sah geil aus, oder? Das müsst ihr zugeben. Mit dem oben, mit diesem Schaum. Ach, das könnt ihr auch natürlich mit anderer
Pflanzendrinks machen, muss nicht Kokos sein. Einfach etwas, das gut schäumt. Barista ist immer ganz gut, eine Barista-Qualität zu nehmen. Also, lasst es euch gut gehen, macht mal diese Drinks und erfrischt euch bei diesem jetzt sehen wirklich heißen Sommer, der jetzt gekommen ist. Nochmal schön genießen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr es auch nicht. Dann sehen wir uns. Folgt mir auch gerne auf Instagram, dort heiße ich Funny Pilgrim. Bis dann.